Industrieanlage, 560 Tonnen, mit bis zu 800, vielleicht eines Tages 880 Passagieren sollen in die Lüfte steigen. Der neue Airbus 380 ist eine neue Dimension des Fliegens. In 16 Fabriken, kreuz und quer über Europa verteilt, wird gebaut, verbessert und getestet. Schon im übernächsten Jahr soll das erste dieser Superflugzeuge im Linienverkehr im Einsatz sein. Guten Abend, liebe Zuschauer. Modelle im Vergleich zur Wirklichkeit wirken ja immer etwas niedlich. Dieser Airbus 380 wird in seinen Dimensionen wie ein fünfstöckiges Gebäude sein, das sich in die Lüfte hebt. Und so haben wir einmal zwei Omnibusse im selben Maßstab auf einem Flügel des großen Vogels geparkt. Das gewaltige Flugzeug, von dem wir heute berichten wollen, ist nicht nur ein technisches Problem, es ist auch ein emotionales und höher noch in der Ethikskala unserer Tage, vor allem auch ein wirtschaftliches. Denn im Kampf um die Luftfahrt der Zukunft ist Europa zum Duell gegen den ewigen Spitzenreiter USA angetreten. Die B-747, der sogenannte Jumbo, hat seine große Zeit hinter sich. Und auf der Suche nach einem Nachfolger ist es verblüffenderweise Europa, das auf Größe setzt. Während Amerika, vertreten durch den Boeing-Konzern, mit erheblich kleineren Entwürfen zur Bescheidenheit mahnt. Und das ist die entscheidende Frage. Wird sich das Fliegen zwischen den Kontinenten in den kommenden Jahrzehnten auf große Drehkreuze wie New York, Tokio, London oder Frankfurt konzentrieren? Oder gibt es in Zukunft auch Bedarf für Direktflüge von mittelgroßen Flughöfen wie Berlin oder Hamburg, sagen wir nach Los Angeles oder Singapur? Also, bitte anschnallen, los geht's. Stefan Lambi stellt uns den Vater, den Entwicklungschef des Flugzeuges vor, mit dem Europa den Himmel erstürmen will. Das gab es noch nie. Ein Flugzeug für über 800 Passagiere. Die A380 von Airbus. Sie soll die Königin der Lüfte werden. Aufbruch in eine neue Dimension des Reisens, in eine neue Ära der Luftfahrt. Größter Komfort soll die Passagiere in den Flieger der Zukunft locken. Hypermodern und luxuriös, fast wie auf einem Kreuzfahrtschiff. Er gilt als Vater der A380, der deutsche Ingenieur Jürgen Thomas. 1996. Das Abenteuer beginnt. Die ersten Computer für das waghalsige Projekt werden geliefert. Alles, was man bisher in der Zivilluftfahrt kannte, will Jürgen Thomas mit seinem Riesenflieger in den Schatten stellen. Das ist die größte Herausforderung der Luftfahrt überhaupt. 1999. Der Traum nimmt Gestalt an. Wenn auch zunächst nur als Modell. Noch ist unsicher, ob die A380 wirklich gebaut werden kann. Die Entwicklung würde 10 Milliarden Euro verschlingen. Ein ungeheures Risiko und für Jürgen Thomas eine gewaltige Verantwortung. Ein netter Kollege hat mir das hier geschickt, ja, diese Karte, und das repräsentiert so ein bisschen meine Situation. Ja. Die Karte ist ja gewürdigt. Ne. Das ist einfach so. Ja. Wenn wir das Ding hier nicht auf den Gipfel des Berges kriegen, dann werden wir es nicht schaffen. Ja. Aber ich schiebe nicht allein. Ne. Wir schieben alle dran. Frühjahr 2004. Noch fliegt der Megajet nur im Computer, aber in einigen Monaten kommt die heiße Probe. Jürgen Thomas hat die technische Entwicklung abgeschlossen. Jetzt berät er die Ingenieure beim Bau. Alles Erdenkliche wird schon fast 10 Jahre lang erforscht, auch grundlegende Bedürfnisse der Passagiere. Wir haben eine Attrappe gebaut, die verstellbar war, wo man die Neigung, die Dachneigung, wenn Sie so wollen, die Oberdeckneigung verstellen konnte, und haben einige tausend Passagiere da durchgeschleust mit Fragebogen und Interviews an 7 verschiedenen Flughäfen. Und das war also sehr interessant, was dabei rauskam. Wie macht man die Vorumgebung, wo bringt man das Gepäck unter? Der Mensch wächst in seinen Dimensionen. Ne? Wir messen Hüftweite, wir messen Schulterweite und natürlich spielt die Größe eine Rolle von verschiedenen Nationen. Europäer, Amerikaner und Asiaten, man hat sie vermessen und ihre Wünsche ermittelt. In einem Werbefilm zeigt Airbus den Luxus in der ersten Klasse. Gut betuchte Weltbürger entspannen über den Wolken. Von Reisestrapazen keine Spur. Auch die Touristenklasse soll in neue Dimensionen vorstoßen. Mehr Platz und mehr Komfort
für alle Fluggäste. Das war für uns also ein besonderes Anliegen. Wie kann man die Leute zufriedenstellen, dass die nicht sagen, ich stoße hier ständig mit dem Kopf an oder sowas? Auf der anderen Seite wollten die Strukturleute natürlich keine senkrechten Wände installieren, so wie im Autobus. Das geht ja nicht. Ne? Das geht in einem Druckrumpf, geht das nicht. Das Idealbild jedes Ingenieurs ist, der Druckrumpf muss ein Kreis sein. Ja? Dann haben sie überall dieselben Kräfte. Mit immer neuen Berechnungen suchen die Ingenieure nach der optimalen Lösung. Am Ende entsteht ein Doppeldecker. Damit will Airbus die dramatischen Probleme in der Luftfahrt meistern, die sich schon lange ankündigen. Denn immer mehr Menschen jetten rund um die Erde. Der Luftraum ist schon jetzt gefährlich überfüllt. Kann ein Verkehrskollaps auf den Luftstraßen noch verhindert werden? Airbus sagt, statt vieler kleinerer Jets müssen Massentransporter eingesetzt werden mit 800 Passagieren im Bauch. Denn die Zahl der Fluggäste steigt unaufhörlich, jedes Jahr um fast 5%. Die Zeit sei reif. Es gibt nun mal große Zentralflughäfen, vor allen Dingen in Asien. Wenn Sie von Singapur nach London oder Paris fliegen, dann haben Sie mehrere 747 innerhalb von wenigen Stunden abfliegen. Das ist ja ein völliger Unsinn. Ja? Dann nehmen Sie ein größeres Flugzeug, was wirtschaftlicher ist, sparen Sie Sprit, sparen Sie Kosten und benötigen weniger Slots an den Airports. So, das war unsere Philosophie, die Verstopfung der großen Lufthäfen zu entlasten, dadurch, dass wir über ein größeres Flugzeug eben mehr Passagiere auf einmal rausbringen. Die A380 wird das Reisen tiefgreifend verändern. Mehr Menschen als je zuvor in einem Flugzeug. Nonstop 16 Stunden in der Luft. Unzufriedenheit, Stress oder gar Panik an Bord könnten den Traum zum Albtraum werden lassen. Für so lange Reisen müssen die Fluggesellschaften sich enorm anstrengen. Dieser Bereich zeigt eine erste Klasse Ausstattung. Ist jedem Kunden überlassen, wie er das haben will. Aber es ist ein Beispiel, einen sehr hohen Komfortlevel, was wir hier haben. Und hier sind wir im Hauptdeck des Flugzeuges. Das haben wir nicht ausgestattet bisher, aber es ist völlig dem Kunden überlassen, wie er das gestalten will. Und so wird es in der A380 einer asiatischen Fluglinie vielleicht mehr Reihen und weniger Platz geben als bei einer amerikanischen. Vielleicht aber auch umgekehrt. Den meisten von uns, zumindest beim ersten Mal, ja, werden verschiedene Gedanken durch die Seele ziehen, bevor wir einen dieser fliegenden Paläste besteigen. Zunächst möglicherweise Neugier, frohe, gespannte Erwartung. Und dann vielleicht auch allerlei Sorgen, ob es denn sicherer sei, in einem großen oder in einem kleineren Flugzeug zu sitzen. Wie beschäftigt man wohl 800 Menschen? Oder wie stellt man sie ruhig auf einem 12- oder 16-Stunden-Flug? Selbst für die Instinkte der Piloten könnte der A380 ein neues Abenteuer sein. Wie weitet man seine Instinkte auf die Dimension eines fünfstöckigen Gebäudes? Natürlich schaut auch der Pilot eines kleineren Jets bei der Landung selten mal aus dem Fenster. Aber irgendwie, so wird einem der Profi erklären, kann er es doch im Hintern spüren, ob er nun 10 oder nur noch 3 Fuß über dem Boden schwebt. Die Flugzeuge werden immer größer, moderner und sensibler. Das Gesäß des Menschen nur bedingt. Bald nach dem 11. September 2001 wird New York erneut geschockt. Ein Linienjet stürzt in ein Wohngebiet. Aber kein Terroranschlag, sondern mysteriöse Luftwirbel haben zum Absturz geführt. Bei Airbus ist man dem Geheimnis sogenannter Wirbelschleppen schon länger auf der Spur. Ein Experiment soll endlich Klarheit schaffen. Welche Turbulenzen verursacht ein Flugzeug in der Luft? Und wie gefährlich sind diese Wirbel für nachfolgende Flieger? Die Ingenieure ahnen, dass die Wirbelschleppen bei einem neuen Riesenflugzeug wie dem Airbus A380 gewaltig werden. Noch nie zuvor hat es diesen Versuch mit einem frei fliegenden Modell gegeben. Nur das liefert exakte Ergebnisse. Das Experiment glückt. Die Ingenieure sind elektrisiert. Hier sieht man ein Modell im freien Flug. Dadurch kann man sehr genau die Wirbelschleppen erkennen, die das Flugzeug auslöst. Man sieht, wie sie sich aufbauen und sich entwickeln. Das ist sehr wichtig, weil ein solcher Versuch bisher noch nie auf der Welt durchgeführt wurde. Jetzt lässt sich herausfinden, wie groß der Sicherheitsabstand der Flugzeuge hinter dem Mega-Airbus A380 sein muss. Wirbelschleppen sind nur eine tödliche Gefahr. Zu den meisten Unglücken führen menschliche Fehlreaktionen.
Erfahrene Piloten wie Ingo Tegtmeier wirken daher an der Neuentwicklung des Cockpits der A380 mit. Es geht um die Verantwortung für viele hundert Menschenleben. Im Riesen-Airbus A380 macht der Bordcomputer den Piloten fast überflüssig. Aber was, wenn die Technik einmal versagt? Dann ist es im Notfall doch wieder der Pilot, der die Lage beherrschen muss. Das Flugzeug muss weiterhin geflogen werden. Es muss gestartet werden, gelandet werden. Die Landung kann automatisch gemacht werden. Aber für Notfälle muss der Pilot eigentlich das Handwerkliche weiterhin beherrschen. Toulouse im Frühjahr 2004. Mit riesigem Aufwand wird für die Sicherheit des Megajets geforscht und entwickelt. Hier stehen die originalgetreuen Testcockpits, in denen alle erdenklichen Situationen durchgespielt werden. Gefährliche Wetterlagen, unterschiedliche Flughäfen, Treibstoffmangel, Anzeigendefekt. Alles aus dem Simulator wird gemessen und ausgewertet. Und alles ist direkt mit einer einmaligen, gigantischen Konstruktion verbunden. Die Ingenieure nennen sie Iron Bird, eiserner Vogel. Alle elektrischen Systeme, die komplette Hydraulik. Hier steht, was sonst nur Computer simulieren. Das ganze technische System der A380 bloßgelegt, ohne Rumpf. Letzte Vorbereitungen zum Experiment. Sogar der Turbinendruck wird dabei aufgebaut. Die Testhalle wird zur Gefahrenzone. Alle Menschen müssen jetzt hinaus, hinter Sicherheitsglas. Währenddessen im Testcockpit. Eine neue Flugsituation wird simuliert. Spielen Mensch und Technik optimal zusammen? Wie reagiert der Megajet in Extremsituationen? Wie belastbar ist er? Und lässt er sich tatsächlich zuverlässig sogar mit einem Joystick steuern? Die Simulation verläuft ohne Zwischenfall. Der eiserne Vogel scheint alle Befehle zu befolgen. Doch erst die Auswertung der Daten wird zeigen, ob es versteckte Schwachstellen gibt. Jeder Fehler, der übersehen wird, könnte zur Katastrophe führen. Höchste Anspannung im Kontrollraum. Auch wenn später die A380 längst im Linienbetrieb fliegt, bleibt der Iron Bird unverzichtbar. Kommt es zu einem Absturz, dann wird hier die Blackbox angeschlossen und alles genau nachgestellt. Auch bei einem völlig neu entwickelten Flugzeug wie der A380 sind Unfälle nie ganz auszuschließen. Und je mehr Technik ins Spiel kommt, desto lebenswichtiger wird die Schnittstelle von Mensch und Maschine. Das hat nicht zuletzt ein Airbus-Absturz wie 1988 in der Nähe von Mühlhausen gezeigt, bei dem es zwischen Pilot und Technik zu einem verhängnisvollen Fehler kam. Kann sogar bei einem Crash die Sicherheit erhöht werden? Für die A380 haben die Ingenieure auch neuartige Kindersitze konstruiert und getestet. Und wenn es zu einer Notlandung kommt? Vorschrift ist, in nur 90 Sekunden müssen alle Passagiere evakuiert sein. Für die A380 ein Riesenproblem. Unser Flugzeug hat 8 Türen nach jeder Seite. Und jede Tür von dieser Größe wird zugelassen für 110 Passagiere. Also können theoretisch 880 Passagiere drin sitzen. So, bloß die müssen es rauskriegen, in 90 Sekunden, in einem Notfall. Die machen eine Notlandung und die müssen raus sein. So, was ist verschieden bei dem Flugzeug? Einmal, sie haben 2 Decks. Und das Oberdeck ist 8 Meter hoch, 3 Stockwerke. Sie brauchen also Notrutschen, die da runtergehen, die auch entsprechend stabil sind im Wind. Im Vergleich zu den herkömmlichen Flugzeugen ist die Evakuierung aus einem Doppeldecker ungemein schwierig. Seit Jahren hat Airbus unterschiedliche Rutschen getestet. Viele Testpersonen wagten es nicht, über offene Rutschen in die Tiefe zu springen, aus über 8 Metern Höhe. Ohne wirksame Rettungssysteme keine Zulassung. Getestet wurden deshalb auch Schläuche. Durch sie sollen Passagiere direkt in Rettungsinseln gleiten. Die Evakuierung, einer der Prüfsteine, an denen alles scheitern kann. Es ging um Gewicht, es ging um Volumen, es ging um Steifigkeit, es ging um Rutschbelege. Letztlich hat es doch Jahre gedauert. Man stellt sich vor, man launcht ein Programm über 10 Milliarden Dollar und stellt nach 2 Jahren fest, dass irgendwas nicht geht. Dass es entweder überhaupt nicht zulassen können, also einstellen müssen, oder dass es umkonstruieren müssen,
das Ganze wäre eine finanzielle Katastrophe gewesen. Es war uns klar, wenn das Programm schief geht, war Airbus at stake, wie wir gesagt haben. Die Existenz von Airbus war in Gefahr. Das war allen klar. Im Simulator landet die A380 sicher und weich. Doch richtig ernst wird es im nächsten Frühjahr. Dann steht der erste Testflug auf dem Plan. Der Countdown läuft im entscheidenden letzten Jahr. Größer, weiter, schneller. In vielem klingt das Duell Airbus gegen Boeing, Europa kontra USA wie eine olympische Disziplin. Aber dann kommt im Wettlauf um die Zukunft der Luftfahrt noch eine besondere Tugend hinzu. Leichter, leichter, leichter. Wenn wir Menschen uns schon bemühen, mit mehr oder weniger Erfolg hier und dort ein paar Gramm abzuspecken, die Flugzeugbauer sind von diesem Fanatismus noch weitaus stärker gepackt. Sie bauen hoch und lang und weit und anschließend machen sie sich daran, ihrer Schöpfung wieder Gramm für Gramm von den Rippen zu schneiden, selbst an den sensibelsten Stellen. Denn irgendwo am Himmel gibt es eben doch eine Grenze. Die Grenze der Machbarkeit, der Technik und der Rentabilität. Da haben wir schon mal einen halben Flügel, der aus England kommt, diesmal. Ganz, nicht mehr über Bremen geht. So, mal schauen. Den linken Flügel mit unheimlich guter Passung. Boah, passt ja gut. Den rechten Flügel mit über 800 Quadratmetern, müssen Sie sich mal vorstellen. Die Flügelfläche ist über 845 Quadratmeter. Riesig und extrem schwer. 560 Tonnen. Was, wenn herkömmliche Landebahnen das nicht aushalten? In Toulouse soll ein ungewöhnlicher Test Klarheit verschaffen. Auf einer eigens angelegten Landebahn rollt eine Testplattform mit riesigen Eisenplatten. Dem Gewicht des Airbus A380. Nie zuvor ist auf Flughäfen ein Zivilflugzeug mit so hohem Gewicht gestartet und gelandet. Spezialgeräte messen die Belastung. Die Ergebnisse lassen die Ingenieure aufatmen. Die Landebahnen halten dem ungeheuren Druck stand. Neben dem bisher größten Flugzeug von Airbus, der A340, wirkt die A380 wie ein Riese. Mit Flügeln und Fahrwerk wird sie höher sein als ein fünfstöckiges Haus. Um das gewaltige Gewicht in der Luft halten zu können, muss Airbus völlig neuartige Flügel bauen. Die größten, die je ein Verkehrsflugzeug trugen. Die Ingenieure tasten sich bis an die Grenze des Machbaren vor. Nehmen wir mal, sie würden einen 2000 Sitzer bauen. Mit einer Flügelspannweite von einem Kilometer. Ja, da können Sie einen Flügel aus Stahl bauen. Sie wissen, wir nehmen die leichtesten Werkstoffe heute. Der Flügel würde trotzdem nach einem Kilometer Entfernung den Boden berühren. Und unter den Luftkräften würde der Flügel während des Fluges oben zusammengehen. Also es geht nicht mehr, es hat seine Grenzen. Eine Mammutaufgabe. Die Flügel müssen stärker und stabiler sein, gleichzeitig aber auch möglichst leicht. Das Zielgewicht von 560 Tonnen zu erreichen, ist ein ehrgeiziges Vorhaben. Akribisch stellen die Kontrolleure den Flieger noch einmal auf den Kopf. Wo kann Gewicht eingespart werden? Von den Wassertanks bis zum Fahrwerk, alles wird unter die Lupe genommen und überarbeitet. Ja, wir haben Gewichtsprobleme gehabt, aber Vertrag ist Vertrag. Pacta sunt servanda, Sie müssen also das, was Sie den Airline garantiert haben, erfüllen. Die Mission muss erfüllt werden. Und das heißt, Sie haben da verschiedene Möglichkeiten. Wir mussten tiefer in die Tasche greifen, indem wir Werkstoffe gewechselt haben zu Werkstoffen, die leichter sind, aber eben auch teurer. Meistert Airbus die Herausforderung mit einer Art Zauberstoff, mit Kohlefaser, auch CFK genannt? Ein revolutionärer Stoff, leichter und dennoch stabiler als Stahl. Aber auch viel teurer. Kohlefaser gilt als schwarzes Gold der Luftfahrt. Im Airbus-Werk Stade werden Landeklappen, Höhen- und Seitenleitwerk aus CFK gebaut. In minutiöser Handarbeit wird das schwarze Gold eingesetzt. Lage für Lage verkleben Arbeiter die genau berechneten Stücke. Jede Gewichtsersparnis, etwa bei dem gigantischen Seitenleitwerk, bedeutet für die Flugzeugbauer einen großen Erfolg. Es geht um Geld, um sehr viel Geld.
Wenn wir es mal ganz konkret übersetzen, heißt das, ein Seitenleitwerk aus CFK gibt unserem Kunden, dem Airliner, die Chance, 10 bis 12 Passenger mehr zu befördern. Und das summiert sich. Bis in den letzten Winkel wird alles durchforstet, um Gewicht zu streichen. Auch die sanitären Anlagen waren noch nicht leicht genug. Jetzt sind neue Prototypen in Hamburg zur Prüfung aufgebaut. Komplett mit Kloschüsseln und einem Labyrinth von Rohren. Alles steht dabei auf dem Prüfstand. Hydraulik, Bedienkomfort und selbst dort, wo die Abwässer aufgefangen werden, im Bauch des Flugzeugs, wird nach jedem Gramm zu viel gefahndet. Die Vorgaben der Zentrale lassen kaum Spielraum. Wir haben hier bei diesem Beispiel früher für so eine Toiletteneinheit 10 Kilo Gewicht gehabt bei unseren ersten Flugzeugmodellen. Heute bei der A380 sind wir inzwischen bei 5 Kilo angelangt. 5 Kilo. Aber selbst das wollen die Ingenieure noch unterbieten. Eine einfache Faustregel der Flugzeugbauer macht klar, um was es geht. Ein Kilogramm kostet gut 100 Euro Treibstoff pro Jahr. Da kommen schnell schwindelerregende Summen zusammen. Eine Rechnung, die die Ingenieure noch genauer hinschauen lässt. Bei unseren Berechnungen gehen wir in die Gramms. Wenn wir an irgendeiner Komponente am Wasserhahn 100 Gramm sparen können, das ist für uns eine wichtige Ingenieursleistung. Und wir sind wirklich bei jedem Design, an jeder Stelle gucken wir aufs Gramm. Der Zeitplan steht fest. 2005 der erste Testflug, ein Jahr später der erste Linienflug mit Passagieren. Und trotz aller bisherigen Anstrengungen, die Ingenieure feilen immer noch am Idealgewicht. Natürlich sind die letzten Kilo die teuersten, ist klar. Die ersten, da hat man noch eine großartige Idee, wie man die wegkriegt, ja. Relativ billig, aber die letzten Kilos, die sind dann immer noch die teuersten. Aber es müssen so viel raus, dass das Flugzeug seine Mission macht, und das wird es machen. 560 Tonnen, das Ziel. Fast 130 Airbusse dieser Superversion sind schon an Fluggesellschaften verkauft. Und es kommt bei einem Produkt dieser Dimension nicht nur darauf an, dass es termingerecht zur Stelle ist. Auch an den Flughäfen und drumherum ist allerlei Um- und Ausbau erforderlich. Menschen, die in der Nähe der Start- und Landebahnen leben, die sind nur schwer zu begeistern. Sie fürchten mehr Krach und größere Verschmutzung ihrer Umwelt. Die Konstrukteure des großen Vogels beteuern dagegen, dass ihr Himmelsbus erstens leiser sein werde als Vergleichbares seiner Gattung, das jetzt schon fliegt, und zweitens pro Passagier gerechnet sogar sparsamer im Treibstoffverbrauch. Es war und bleibt ein Kraftakt, ein Flugzeug solcher Dimension zu bauen, organisatorisch wie politisch viel Hauruck. Das Resultat aber ist ein wahrhaft europäisches Erzeugnis. In früheren Jahren hat die Konkurrenz in den USA darüber gelächelt, wie die Europäer ihre Flugzeuge zusammenbasteln. Frühjahr 2004. Ein seltsamer Transport. Riesige Flugzeugteile rollen durch Norddeutschland, von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt. Es sind Teile des gewaltigen Puzzles mit dem Projektnamen Airbus A380. Die Bauteile werden von Produktionsorten aus ganz Europa zusammengetragen. Drei der insgesamt 16 Fabriken stehen in Norddeutschland: Hamburg, Stade und Nordenham. Die Standorte liegen zwar nicht besonders weit voneinander entfernt, aber schon hier ist der Transport ein logistischer Kraftakt. Über die Elbe werden erste Rumpfstücke der A380 in Spezialcontainern nach Hamburg verladen. Die Container sind über 8 Meter hoch, die Höhe eines Einfamilienhauses. In Hamburg entsteht auch die Kabinenausstattung des Megafliegers. Der Aufenthaltsraum für 550 Flugpassagiere, eines Tages sogar für über 800. 800 Kilometer westlich, ein weiterer Produktionsort. In der kleinen Stadt Broughton in Wales wurde die größte Fabrikhalle Großbritanniens aus dem Boden gestampft. Hier werden die riesigen Flügel der A380 gebaut. In einigen Wochen gehen sie auf die Reise, um mit den Rumpfteilen aus Hamburg zusammengesetzt zu werden. Früher reichte der Supertransporter Beluga, um Flugzeugteile zu transportieren.
Doch die A380 sprengt alle Dimensionen. Nur ihr Seitenleitwerk passt noch in diesen Riesentransporter. Schon Ende der 60er Jahre wurden die Einzelteile des ersten Airbus, der A300, quer durch Europa buxiert. Die Verteilung der Produktionsorte als politisches Zeichen europäischer Einheit. Allen Widrigkeiten zum Trotz, Airbus wurde zum europäischen Unternehmen, das kreuz und quer die Länder verbindet. Über 30 Jahre später. Noch rollen hier nur Attrappen in Originalgröße. Mit ihnen wird getestet, ob die Bauteile für den neuen Riesenflieger Airbus A380 ohne weiteres zu ihrem Ziel transportiert werden können. Der Bestimmungsort liegt in Südfrankreich. Hier in Toulouse sollen die Einzelteile der A380 zu einem Ganzen montiert werden, fernab von Seewegen, die den Transport erleichtern würden. Mit atemberaubender Geschwindigkeit ist die Halle für die Endmontage aus dem Nichts gewachsen. Der größte Industriebau des Kontinents. 250 Kilometer Straßen wurden im Umkreis ausgebaut. Alle Wege führen hierher zu der neuen Megahalle. Für den Bau eines Flugzeuges wurde schon einmal eine ganze Landschaft umgepflügt, eine gigantische Industrie aus dem Boden gestampft. In Seattle, USA, Mitte der 60er Jahre. Es entstanden die größten Hallen, die je gebaut wurden. Alles für das damals größte Zivilflugzeug, den Jumbo Jet, die legendäre Boeing 747. Der Airbus A380 stellt die Architekten vor noch gewaltigere Aufgaben. Hamburg 2001. Eines der größten Süßwasserwattgebiete Europas, ein großer Teil des Mühlenberger Lochs, wird zugeschüttet, um Baugrund zu schaffen für die Konstruktion des Riesenfliegers. Um von der Erde abzuheben, muss sie erst in großem Maßstab verändert werden. Aber da gibt es ein Problem. Anwohner und Naturschützer machen mobil. Über Jahre hinweg demonstrieren sie, reichen Klagen ein, machen Einwendungen gegen den Bau der A380. Bewirken sie auch nur eine Verzögerung, kann das Airbus Unsummen kosten. Widerstand gibt es auch am Frankfurter Flughafen. Am Drehkreuz des Flugverkehrs soll für die A380 eine Wartungshalle entstehen. 20 Hektar, zum großen Teil geschützter Wald, würde das kosten. Bisher hat sich der Industrieriese Airbus nicht stören lassen. Vor wenigen Wochen in Hamburg. Die Fertigstellung des ersten Rumpfteils wird groß gefeiert. Ganz nach Plan. Das Rumpfteil geht auf die Reise nach Toulouse. Doch das aufwendigste Industrieprojekt Europas ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Auch die permanenten Auseinandersetzungen mit Klägern können den Zeitplan noch immer empfindlich durcheinander bringen. In wenigen Wochen soll mit der Endmontage begonnen und dann das Rumpfteil eingepasst werden. Größere Verzögerungen kann sich Airbus nicht erlauben. Zu viel steht auf dem Spiel bei der A380. Von einem gehen alle Experten aus, dass der Flugverkehr zunehmen wird. Ob große oder etwas kleinere Flugzeuge das Rennen um die Passagiere gewinnen, erster Verdacht und allgemeine Erfahrung sprechen dafür wahrscheinlich doch die Großen. Und damit auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Arbeit im Hochsicherheitstrakt. Forscher sind tödlichen Gefahren auf der Spur. Tropische Bedingungen, ideal für tückische Krankheitserreger. Auch bei uns auf dem Vormarsch? Wissenschaftler sind auf der Hut. Werden auch heimische Schnaken zur Zeitbombe? Forschung im Wettlauf um...